Musa a.s. sagte zu ihm: Oh Khidr, kann ich mit dir gehen, von dir lernen, sehen, was Allah dir an Wissen gegeben hat, von dem ich nicht weiß? Komm mit, aber lass mich in Ruhe. Ja? Es steht so nicht mit diesen Worten. Okay, aber lass mich in Ruhe, red nicht. Ja? Nicht tadeln, nicht kritisieren. Geh einfach mit und schau zu. Was macht der Khidr? Der tötet einfach einen kleinen Jungen. Könnt ihr das verstehen? Kann kein Mensch auf dieser Erde verstehen. Ja? Er hat einfach einen kleinen Jungen ermordet, getötet. Musa a.s., er konnte nicht ruhig bleiben. Der ist durchgedreht. Ja? Und Mohammed a.s. hat darüber gesagt, über diese Geschichte von Musa und Khidr, der sagt, möge Allah barmherzig sein mit meinem Bruder Musa, Moses. Wäre er doch nur ruhig geblieben, so hätten wir Al-Ujab, Ajab Al-Ujab gesehen. Hätten wir so viele wunderschöne yani Sachen gesehen, die Al-Khidr gemacht hätte. Zeichen von Allah. Aber der hatte mir drei Sachen, der hat bei jeder Sache hat er ihn getadelt. Hey, wie kannst du einfach ein Boot von Leuten zerstören? Arme Menschen, die Fische fangen und damit sich ernähren. Oh, ich habe vergessen. Ja? Ich habe dir gesagt, du darfst mich nicht fragen. Ich habe vergessen. Danach, der tötet einfach einen kleinen Jungen. Wie kannst du einen kleinen, unschuldige Seele töten? Der hat doch gar nichts gemacht. Hab ich dir nicht gesagt? Dann hat er ihm was gesagt, sagt er, krass, okay, wenn ich noch einmal frage, ja? Wenn ich noch einmal frage, dann habe ich keine Entschuldigung mehr. Danach gehen sie weiter, was machen sie? Ja, danach gehen sie weiter. Danach eine Stadt, wo sie waren, die wollten dort übernachten, dass sie dort aufnehmen quasi. Die haben die rausgeschrieben, haben gesagt, nein, ihr dürft hier nicht bei uns bleiben. Was macht der Khidr? Da war eine Art Mauer oder so. Ja, die hat er dann aufgebaut für die. Obwohl die nicht aufnehmen wollten, rausgeschmissen haben quasi. Ja, der ist einfach nicht klargekommen auf die Taten von Khidr. Aber das Wichtigste, jetzt was ich euch sagen wollte in Kürze, dieser kleine Junge, der hat einfach einen kleinen Jungen ermordet. Ja? Das andere, da könnte man noch drüber reden. Ja? Der macht einfach ein kleines Boot, macht ein Loch rein. Ja, da könnte man sagen, der ist crazy, der macht Spaß hier mit Leuten oder der will Leute ärgern oder egal, irgendwie, hol dir irgendeine Geschichte. Ja? Die Leute, die wollten sie nicht aufnehmen, haben sie rausgeschmissen etc. Der baut für sie eine Mauer auf und regelt diese Sache, dieses Problem. Kann man auch sagen, okay, komm, super Gläubiger, egal, die tun ihm Schlechtes, der tut ihnen Gutes. Ja? Kann man alles irgendwie vielleicht noch auf irgendeine Art und Weise quasi erklären. Aber der tötet einfach einen kleinen, unschuldigen Jungen. Musa a.s. ist nicht klargekommen, er hat keinen Sabr, hat keine Geduld mehr gehabt. Wie kannst du nur einen kleinen Jungen töten? Jetzt kommen die Antworten. Jetzt erklärt Al-Khidr Musa a.s. den Grund, warum er das gemacht hat. Das Boot gehörte einem, dem Bedürftigen. Ich wollte es nicht komplett zerstören, aber bemängeln. Bemängeln, einen Mangel reinmachen, ein bisschen kaputt machen. Warum? Weil dort gab es einen, der Führer, der König oder so, der ist ein Ungerechter. Der zieht einfach die Leute ab. Der kommt, der nimmt einfach weg. Ja? Aber wenn er sieht, dass da Löcher drin sind, dann sagt er, was soll ich mit dem Müll? Ja? Aber sie können es reparieren und wieder benutzen. Das heißt, er hat etwas Gutes gemacht. Am Ende, er hat den armen Menschen dort geholfen. Und dann der Junge, den er getötet hat. Da sagt der Khidr, er sagte dazu, wir wollten nicht, dass er was macht? Hä? Dass er die Eltern terrorisiert. Ja, die Eltern terrorisiert. Das heißt, dieser Sohn, dieser Junge, wenn er älter geworden wäre, er wäre ein richtiger Terrorist quasi. Wir wollten nicht, dass er seine Eltern terrorisiert. Wie? Auf welche Art und Weise? Turyanen wa kufra. Turyan ist tyrannisieren. Ja, tyrannisieren. Wa kufra und kufr mit Arten des kufr auch quasi, dass er, dieser Junge, wenn er erwachsen geworden wäre, Allah alleine weiß, was er angestellt hätte. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Khidr beauftragt, dass er diesen Jungen tötet. Ja? Mit dem Auftrag von Allah Azza wa Jal. Aber hat Allah Azza wa Jal den Eltern diesen Jungen, dieses Kind, was sie geliebt haben, einfach weggenommen? Nein, hat es nicht gemacht. Allah also wollte es austauschen mit einem anderen Kind, was wohl oder gut erzogen ist und näher zur Barmherzigkeit, ein rechtschaffenes Kind, ein schönes Kind geben, ein gutes Kind geben. Ein Kind, was sie im Nachhinein auch glücklich macht.